Guten Morgen zusammen. Es ist 7:45 am Morgen und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Bonn, denn da habe ich gleich um 9 einen Friseurtermin und ich lege meine Termine gerne früh am Morgen, so dass ich es dann schnell hinter mir habe und nicht der halbe Tag irgendwie am allerwertesten ist. Und ich habe eben bei Instagram mal geguckt, mein letzter Friseurbesuch ist circa 8 Wochen her. Da fange ich schon wirklich an, mich sehr unwohl zu fühlen, denn gute 2 Monate bei blondem Haar bei einer Person, die eigentlich brünett ist, ist schon recht lange. Und wie man sieht, so das Ganze muss wieder ein bisschen aufgehellt werden. Ich muss auch dringend was am Schnitt tun, denn meine Lieben, ihr sagt immer, ich hätte so schöne Haare. Im Video ist das auch alles kein Problem, da kann man jedes Haar zurechtrücken und tolle Belichtung und tralala. Aber da ist im Moment eigentlich fast nichts mehr schön dran. Die sind kaputt und strohig und auch heute wird noch ein bisschen was davon abkommen müssen. Und ja, ich werde nicht beim Friseur drin filmen oder meine Friseurin interviewen. Da habe ich einfach nicht so Bock drauf und ich glaube es die auch nicht. Aber ich werde euch so ein bisschen mitnehmen und euch ein bisschen kleinen Eindruck verschaffen. Und werde euch mitnehmen, damit ihr euch einen kleinen Eindruck verschaffen könnt von einem Friseurbesuch bei mir. Und wir fahren mal los. Das ist definitiv nicht so meine Uhrzeit für Videos, merke ich gerade. Das Schöne an dieser Uhrzeit ist aber, dass man dem kompletten morgendlichen Stau entkommt, der meistens so ab 9:30 anfängt, wenn die Geschäfte aufmachen. Und es waren noch ganz viele Parkplätze im Parkhaus. Das ist natürlich mega geil. Aber ja, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen angenervt von Friseurbesuchen im Moment. Ich bin ein bisschen angenervt von Blond. Aber noch nicht so angenervt, dass ich sage, okay, ich wechsle wieder komplett die Haarfarbe. Aber wie sagt man so schön? Blond ist so ein bisschen so ein Abo mit dem Friseur, wo man wirklich, ja, alle 2 Monate spätestens ordentlich viel Geld da lässt, um sich den Ansatz wieder blondieren zu lassen. Also, naja, es gibt Schöneres an einem Samstag. Hallo, zurück aus dem Auto. Ich habe es nach 2,5 Stunden Friseur gerade endlich hinter mich gebracht. Ich finde das ja, wie gesagt, immer nicht so toll, beim Friseur zu hängen. Aber ich bin dieses Mal mehr als zufrieden. Ich bin immer zufrieden, wenn ich von Özdemir rauskomme. Die haben immer gute Leistungen erbracht, sonst würde ich da nicht so viele Jahre immer hingehen. Aber ich finde, heute ist es extrem gut geworden, denn wir haben etwas anders gemacht als sonst. Das übliche Blond, was ich sonst jahrelang benutzt habe, mit einem sehr, sehr hohen Grauanteil. Also ich nutze halt immer ein sehr, sehr kaltes Blond, um bloß keinen Gelbstich reinzukriegen. Das war Lea heute und wir mussten Alternativen finden. Und sie hat mir empfohlen, dadurch, dass meine Haare sehr, 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 sehr kalt waren vom Blondton, einen minimalen Ticken Blondanteil mit reinzubringen dieses Mal und hat mir 2 Blondtöne und einen Brünettenton empfohlen und hat mit 3 unterschiedlichen Strähnenfarben ein sehr, sehr, sehr schönes Ergebnis hinbekommen, finde ich. Ich bin total zufrieden dieses Mal und ihr wisst ja, was das heißt, wenn man zufrieden vom Friseur kommt. Dann ist natürlich der ganze Tag gerettet und alles ist gut, denn das kann natürlich auch immer schief gehen. Und ich bin gerade sehr froh, dass ich das mit dem Braun im Moment nicht gemacht habe, sonst hätte ich dieses schöne Ergebnis nicht bekommen. Und ja, ein bisschen was von den Spitzen ist auch weg, unten so ein Zentimeterchen. Und sie hat mir hier diese ganzen kaputten Fransen, die hier noch vorne hingen, abgeschnitten. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und was ich auch gemacht habe, ist mir diesmal aufschreiben zu lassen, gerade jetzt von der Farbkombi, habe ich mir alle 3 Töne aufschreiben lassen von der Friseurin. Für die Mädels, die Interesse dran haben oder denen der Farbton gefällt als Gesamtkombi, können sie das dann gerne an eure Friseure dann weitergeben. Und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Köln zurück, habe die letzten 2,5 Stunden eigentlich nichts getrunken, außer Latte Macchiato und Kaffee und habe mir jetzt für den Rückweg so einen Coconut Drink mitgenommen. Es gibt nichts Besseres, Mädels, wenn ihr irgendwie längere Zeit nichts getrunken habt und der Feuchtigkeitshaushalt so ein bisschen gekippt ist in den letzten 2 Stunden, dann gibt es echt nichts Besseres als so ein Coconut Drink hinterher und da seid ihr wieder gut mit Feuchtigkeit versorgt. Den werde ich mir jetzt auf dem Weg nach Köln wieder reinziehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Haare-Routine-Video wieder. Bis gleich! Habt ihr schon meine süßen Häschen gesehen? Hm. Hallo meine Lieben und willkommen zu meiner Haarroutine, die ich ja versprochen habe, direkt hinten dran zu hängen an das Video.
Leider hat es nicht mehr am Samstag geklappt, denn wie Samstage nun mal so sind, halt recht vollgepackt. So war es auch bei mir, war ich mit allem Möglichen beschäftigt, außer mich vor die Kamera zu setzen. Deswegen möchte ich meinen heutigen Montagnachmittag, den ich Gott sei Dank frei habe, nutzen, um mit euch über das Thema Haare zu quatschen. Und das tun wir jetzt auch. Bevor ich jetzt anfange, euch die Produkte, die ich mir immer mal wieder so in die Haare zu schmiere, in die Kamera zu halten, wollte ich euch kurz noch ein paar Sätze zu meinen Haaren sagen. Und zwar bin ich, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, auch an meiner Augenfarbe, ich bin nicht naturblond. Hier unten, das, was ich hier nicht quasi strähne, das ist meine Naturhaarfarbe. Also ich bin eigentlich hellbraun, aber lasse sie seit dem Alter von 16 in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen blond färben. Früher mit Blondierung, jetzt mit Farbe, was ein bisschen gesünder ist fürs Haar. Und ich bin alle paar Jahre immer mal wieder brünett. Wer mich aber kennt, weiß, dass blond am Ende dann doch immer sieht. Vielleicht kennt es auch der ein oder andere von euch, der blond ist oder blond war. Irgendwie macht es doch ein bisschen süchtig. Und ich fühle mich meistens nach 2-3 Monaten brünett sein dann irgendwie wieder unwohl und fange wieder an, nach und nach heller zu werden. Die Phase hatte ich jetzt letztens auch gehabt, weil ich mega unzufrieden war mit meinen Haaren. Ich hatte echt überlegt, wieder braun zu gehen. Aber das Blond hat auch diesmal wieder gesiegt, beziehungsweise meine Friseurin hat gemeint, ich mache das jetzt nicht, weil du sitzt wieder in einem halben Jahr hier und wir fangen wieder an, dich blond zu strähnen. Deswegen lass es gleich und mach die Haare blond. Ich hatte euch ja versprochen, noch die Produkte zu nennen, die mir jetzt in die Haare geklatscht worden sind. Wie gesagt, das ist kleine Blondierung. Man sollte deswegen schon einen relativ hellen Naturbraunton haben, damit das Ganze wirken kann. Aber wer Interesse hat an dieser Blonde Melange, an diesem Gulasch, an Farben, den ich jetzt hier auf dem Haar habe, das vielleicht an seinen Friseur weiterzugeben, das sind drei unterschiedliche Strähnenfarben und zwar von der Marke Vella. Das ist einmal die 12.1, die 11.1 und die 8.1. Also wie gesagt, zweimal davon blond, einmal braun und das ergibt dann so eine Kombination. Ich bin sehr zufrieden damit und ich glaube auch beim nächsten Friseurbesuch werde ich wieder in die Richtung gehen. Zu den Friseurbesuchenden selbst. Ich bin seit, ich glaube, circa 5 Jahre glaube ich jetzt im Moment, Stammkunde bei dem Friseur Özdemir in der Thomasmannstraße in Bonn und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Friseur. Ich kann ihn absolut weiterempfehlen. Besonders bei Blond, egal wie und was sie gemacht haben, für mich persönlich ist es immer sehr, sehr gut geworden. Und zu den Strähnen selbst, wie gesagt, ich lasse hier unten mein Naturhaar immer draußen. Zum einen gibt es mir einfach so ein bisschen mehr das Gefühl von gesundem Haar in den Spitzen, dadurch, dass die gesunden Haare natürlich auch sich unten mit in das blondierte Haar reinmischen, gibt es mir auf jeden Fall immer ein gesünderes Gefühl in den Spitzen und man spart auch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher hat man immer gesagt, man spart Geld, wenn man sich nur den halben Kopf blondieren lässt. Sprich, die Friseurin macht dann ab den Ohrläppchen aufwärts nur die Strähnen ran und unten lässt sie dann raus. Und falls es euch interessiert, wenn ihr im Raum Bonn wohnt oder wie auch immer und ihr den Friseur mal wechseln wollt, ich habe da jetzt für den halben Kopf Strähnen und Spitzenschneiden insgesamt, ich glaube, 72 oder 74 Euro ausgegeben. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das viel oder wenig ist. Das ist ja, hängt ja von sämtlichen Faktoren ab. Aber mir wurde gesagt, für das, was die jetzt leisten, ist es eigentlich ein recht guter Preis. Und es gibt auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir für diesen Friseur. Und Tanja, wenn du das siehst, du bist super und ich liebe dich und du bist mein Blondguru auf jeden Fall. Und gibt es noch zu sagen zu meinen Haaren? Genau, ich habe in letzter Zeit so viele Sprüche und Kommentare gehört zu meinen Haaren, dass sie so schön werden, dass sie so toll aussehen, dass sie so schön glänzen und bla und blub. Und ich freue mich immer total, wenn ich das lese, weil, wie gesagt, wahrscheinlich sehen sie in den Videos so aus, aber meine Haare sind eigentlich alles andere als gesund. Vor allen Dingen in den letzten 3 Wochen war ich, wie gesagt, so frustriert, dass ich wieder überlegt hatte, brünett zu werden. Denn wenn ich aus der Dusche kam, mir ein Handtuch umgebunden habe und sie dann föhnen wollte, hatte ich wirklich, also unten geht's, unten konnte ich dann durchkämmen und mein komplettes Deckhaar, so das Ganze hier aufwärts, hat sich zu einem dicken, fetten Haarklumpen hier oben zusammengeknollt, weil die Haare einfach verklebt und ungesund waren vom Blond und ließen sich ohne Öl auch nicht mehr auseinanderkämmen. Und dann war auch das Thema wieder, ja, wenn sie nass sind, solltest du halt eigentlich nicht kämmen, aber ohne kämmen geht's nicht, weil wenn ich meinen Föhn auf diesen Haarklumpen gehalten hätte, dann wäre das so getrocknet und nichts geht mehr. Also ich war echt
sehr unzufrieden mit meiner Haarstruktur in letzter Zeit, aber jetzt ist frische Farbe drin und ich werde wirklich alles geben, damit meine Haare einfach jetzt ein bisschen gesünder werden und werde wieder versuchen, mir ein bisschen mehr Zeit zu nehmen für meine Haarpflege. Und das ist auch die perfekte Umleitung jetzt zu den Produkten, die ich euch gerne zeigen möchte, denn wie gesagt, obwohl ich seit 16 Jahren blondiere, toi toi toi, sind meine Haare auf jeden Fall noch zeigbar und vorzeigbar und wenn ich die Geschichte da oben auch noch in Gang kriege, dann ist wirklich alles gut mit meinen Haaren. Und ja, falls ihr Interesse habt zu sehen, welche Produkte ich so verwende, dann bleibt dran. Dann kommen wir zu den Produktchen, die ich mir immer mal wieder so in die Haare pampe. Und zwar fange ich an mit dem Shampoo. Zum Thema Shampoo muss ich sagen, ich wasche mir meine Haare jeden zweiten Tag, was eigentlich auch viel zu häufig ist, aber ich ertrage es nicht, wenn ich es länger hinhalte oder hinauszögere. Ich kann das höchstens mal wirklich an einem Wochenende machen, dass ich komplett zu Hause verbringe oder ich bin mal krank oder so. Dann zögere ich das mal auf den dritten Tag hinaus, aber generell wasche ich meine Haare jeden zweiten Tag. Und ich starte mit meinem Shampoo und die Leute, die meine Videos schon öfter gesehen haben, werden die Augen verdrehen und sagen, boah, nicht schon wieder. Aber es ist immer noch das Gleiche. Mein Schwarzkopf Bonacure Hair Therapy Shampoo Repair Rescue. Ich habe es seit Ewigzeiten und schwöre auf dieses Shampoo. Es ist ein Friseurbedarfsartikel. Ich habe das bei TK Maxx bekommen. Es kostet eigentlich im Original zwischen 60 und 70 Euro. Ich habe es jetzt für knappe 20 bekommen. Und egal, was ich sonst zwischendurch mal getestet habe, keins der Shampoos zaubert so sehr wie dieses Schwarzkopf-Shampoo. Und deswegen bleibt es meine Number One. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, denn ich habe jetzt noch ungefähr so viel drin, ich muss auf jeden Fall versuchen, da bald nochmal zum TK Maxx zu pesen und gucken und hoffen, dass es noch da ist. Ansonsten wird es ein bisschen teurer im Internet dann nachbestellt. Und zum Thema, ja, Goldschimmer oder so ein Goldreflex im Haar. Teilweise ist es ja so, wenn der letzte Friseurbesuch so ein bisschen länger her ist, vergilben Haare gerne mal so ein bisschen. Oder ihr habt beim letzten Friseurbesuch zu viel Gelbstich im Haar, dann kann man natürlich immer mal wieder auf so ein Silberglanz-Shampoo zurückgreifen. Und da kann ich euch definitiv das von Gul empfehlen. Das benutze ich jetzt auch schon seit vielen Jahren immer mal wieder zwischendurch. Mir reicht das dann auch, wenn ich das zwei-, dreimal hintereinander anwende. Mehr muss es gar nicht sein. Friseure schimpfen immer so ein bisschen auf Silber-Shampoos, weil es die Haare austrocknen soll. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, dass ich das bei dem Gul gar nicht habe. Ich habe es immer im Schrank. Und wenn ich merke, so nach 4 Wochen kriege ich so einen leichten Gelbstich irgendwie ins Haar oder die sehen so ein bisschen in Anführungszeichen dreckig aus, dann gehe ich mit einem Silbershampoo mal ein, zwei Mal dran und alles ist wieder tippitoppi. Wie ich vielleicht schon erwähnt habe, gibt es ja bei mir nach dem Waschvorgang keine Spülung im Haar. Ab und an mache ich eine Kur, während ich dusche noch ins Haar, ne, während ich den Rest meines Körpers irgendwie frisch mache, lasse ich dann meine Kur einwirken, zu der kommen wir dann auch gleich. Aber es gibt zwei Produkte nach dem Haarewaschen, die ich in mein Handtuch trockenes Haar gebe. Und das sind Produkte, die ich jetzt auch schon echt sehr, sehr lange benutze. Und das sind auch nicht jeweils die ersten Flaschen. Und zwar sind das zwei Produkte von Wella, auch aus der gleichen Serie. Komischerweise, es war nicht so geplant, aber im Endeffekt war es dann so geworden. Und zwar zum einen ein Haaröl, das ist das Luxöl von Wella. Und das wirkt halt rekonstruierend und hat so einen Keratinschutz drin. Ich weiß nicht, ob es was anderes macht als andere Haaröle. Es gibt ja dieses bekannte Macadamiaöl auch und Moroccan Oil und was weiß ich. Ob da jetzt ein großer Unterschied ist, kann ich nicht sagen. Bei mir funktioniert dieses auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie gesagt, als ich meine Haare recht verklebt hatte im Ansatz, habe ich mir so ein bisschen auch oben in Richtung Haaransatz gepackt. Aber generell, wenn ihr das nicht habt, ist es absolut ein Produkt für die Haarspitzen, was ihr euch nach dem Haarewaschen dann unten reinmassiert und es auch drin lasst. Und das zweite Produkt ist auch ein Leave-In-Produkt und zwar auch, wie gesagt, von Wella. Ach übrigens, ich glaube, das ist dieses System Professional, dieses SP, was da mal drauf steht. Genau, ich meine, das ist das von Wella, das System Professional. Und das ist das Keratin Boost, was ich mir in die Haare sprühe. Ich meine aber auch eher so Richtung Ansatz. Denn ein Öl, wenn man wirklich feines Haar hat, wie ich, kann die Haare immer so ein bisschen beschweren, auch wenn es nur ein Tropfen ist. Deswegen wirkt dieses Keratin Boost bei mir nochmal so ein bisschen festigend, dass meine Haare nicht ganz so schlaff herunterhängen. Und dafür mache ich mir, keine Ahnung, so 5-6 Spritzer ins Haar. Lass es, wie gesagt, auch drin.
Und es ist so ein bisschen umstritten, wenn man im Internet so ein paar Rezensionen nachliest. Es soll Haare relativ austrocknen. Ich habe bei mir jetzt eigentlich nicht das Gefühl, aber vielleicht liegt das auch daran, dass dieses Öl und dieses Keratinboost recht gut miteinander zusammenarbeiten und eins das andere so ein bisschen ersetzt und stützt. Und ja, nach dem Waschen werden meine Haare dann noch dementsprechend leider Gottes jeden zweiten Tag geföhnt. Einfach nur aus dem Grund, weil meine Haare im handtuchtrocknen Zustand oder wenn ich sie einfach nur durchkämmen würde und trocknen würde, nicht gut aussehen. Ich habe das Haar nicht dafür und ich muss ein bisschen nachhelfen. Und beim Thema Haarbürsten habe ich halt immer noch das Gefühl, dass sie so ein bisschen gesünder sind, wenn ich mit Bürste und Föhn arbeite, als wie wenn ich jetzt mit dem Glätteisen direkt an die Haarstruktur selber dran gehe. Ob das so ist, kann ich nicht sagen, aber es ist so, wie es ist. Und ich habe drei Haarbürsten, mit denen ich arbeite. Und zwar sind das die drei hier. So eine kennt ihr vielleicht von eurem Friseur. Was an der halt sehr, sehr gut ist, ist, dass die ganz, ganz viele Löcher in der Bürste hat, sodass die heiße Luft komplett durchgeleitet wird und das gesamte Haar, was umwickelt ist, die heiße Luft abkriegt. Meines Erachtens ist die halt so ein bisschen zu aggro zur Kopfhaut. Also die ist sehr stachelig und tut ein bisschen weh. Deswegen sind es bei mir in der Regel diese zwei Schätze hier. Die benutze ich am allermeisten. Das ist so eine borstige Haarbürste von Elite. Und die habe ich mir auch schon seit einiger Zeit im TK Maxx geholt. War auch sehr, sehr gut reduziert. Ist, glaube ich, auch sonst ein Friseurprodukt. Und der Unterschied zwischen den beiden ist im Endeffekt, dass die halt diese Noppen an der Seite hat. Die benutze ich aber eigentlich nur für den Hinterkopf, weil mir die einfach oben für die, ich sag jetzt mal, angegriffenen Haare ein bisschen zu heftig ist, weil die Noppen können am handtuchtrockenen Haar so ein bisschen zu stark ziehen oder ziepen. Deswegen ist es eigentlich immer die für den kompletten Kopf und die benutze ich so ein bisschen für den Hinterkopf, weil die packt die Haare hinten einfach ein bisschen besser. Und ja, ich kann jetzt euch schlecht vormachen, wie ich mir so den kompletten Kopf durchföhne, aber im Endeffekt sammle ich mein Haar auf, drehe es hoch, gehe mit dem Föhn halt dran, nicht zu nah an einer Stelle halten, sondern immer wieder hin und her schwingen. Und lasse dann, und das ist super, super wichtig, wenn ihr euer Haar warm gemacht habt, dreht den Föhn weg und dreht ihn in eine andere Richtung und lasst euer Haar mal für 2-3 Sekunden runterkühlen, denn durch diesen Kühlungsprozess bleibt euer Haar erst da, wo es sein soll. Und im Endeffekt werdet ihr den Unterschied merken, wie krass mehr Volumen oder wie krass mehr das Haar diese Form annimmt, wenn ihr es einmal abkühlen lasst. Weil im warmen Zustand da immer wieder durchzugehen, da passiert nichts. Nach dem Runterkühlen merkt ihr, dass sich diese Welle so richtig schön bildet und auch da bleibt, wo sie sein soll. Und das mache ich so ziemlich dann am gesamten Kopf. Dauert am Morgen so circa 10 Minuten, also ich bin da recht schnell. Viele Friseure, die schon mal zugeguckt haben, während ich mir so selber beim Friseur meine Haare föhne, sagen dann, okay, anders hätte ich es jetzt auch nicht gemacht. Top, also echt gut. Und ich glaube, das ist einfach nur so eine Übungssache da wirklich, seine Handgriffe zu haben. Teilweise lasse ich dann die Bürsten, die ich hinten drin habe, die Haarbürste, lasse ich dann so stehen, runterkühlen, weil ich halt hinten viel Volumen drin haben will und mache dann einfach vorne so ein bisschen weiter. Also Tipps und Tricks kann man da gar nicht so wirklich geben. Im Endeffekt ist es wirklich eine reine Routine und Übungssache, da so seine Handgriffe sitzen zu haben. Aber ich könnte darauf nicht verzichten und ohne meine Haarbürsten geht nichts. Und mindestens zwei gehen auch immer mit auf Reisen. Dann zum Fixieren der Haare bzw. zum Auffrischen der Haare bin ich ein sehr, sehr großer Trockenshampoo-Fan. Teilweise sogar direkt nach dem Waschen. Am zweiten Tag dann aber sowieso. Und zwar bin ich ein großer Fan von dem Pentamar Trockenshampoo. Das habe ich jetzt im Kaufland geholt. Ich weiß gar nicht, wo das preislich liegt. Ich glaube auch bei circa 3 Euro. Ich habe vorher immer auf das Swissopar, das ist dieses blaue Trockenshampoo, geschworen. Habe dann einfach mal, weil es alle war, auf ein anderes gegriffen und muss sagen, bin mit dem Pentamar noch zufriedener als mit dem Swissopar. Preislich tut sich da wie gesagt nicht viel, aber es ist einfach der Hammer. Ihr habt nach dem zweiten oder am zweiten Tag, wo ihr euer Haar nicht gewaschen habt, immer noch ein sehr, sehr frisches Haargefühl im Haar. Und es erlaubt mir auch wirklich, wenn ich dann so ein bisschen nochmal mit dem Föhn unten über die Spitzen gehe, auch am zweiten, vielleicht sogar am dritten Tag, wenn ihr nicht so fettige Haare habt, könnt ihr eure Haare offen tragen. Und das Gute ist bei so einem Trockenshampoo auch, dass wenn ihr euch so einen Messy-Bun machen wollt, ihr wisst, was ich meine, es ist auch sehr geil, so ein Trockenshampoo zu benutzen, denn es gibt eurem Haar ganz, ganz, ganz viel Struktur. Und im Vergleich dazu, ich habe ja in dem letzten DM-Haul, habe ich mir ja das Aussie Miracle Dry Shampoo geholt.
Muss aber sagen, das verklebt mir für offene Haarlooks ein bisschen zu viel. Ich würde das jetzt, glaube ich, eher für meine Hochsteckgeschichten benutzen oder mal ganz, ganz leicht nur die Spitzen geben. Aber ich finde, zum Ansatz ist es mir so ein bisschen zu klebrig. Aber wie gesagt, jedes so auf seine Art. Im Endeffekt benutze ich das halt wirklich ständig und das halt ab und an wirklich für so Hochsteckgeschichten. Aber ich glaube, ich werde beide auf jeden Fall immer im Schrank haben und bin eigentlich mit beiden recht zufrieden. Und zum Fixieren, ganz normal ein Haarspray. Hallo Silvi, guten Morgen. Ein Haarspray, und das habe ich euch auch letztens gezeigt im DM-Haul. Da benutze ich das Stylist Ultime Biotin Haarspray. Kann dazu jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen, außer dass ich es jetzt, keine Ahnung, seitdem eigentlich jeden Tag verwendet habe. Ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Haarspray, bin da aber auch nicht so mega empfindlich und fand andere eigentlich auch schon recht gut. Da probiere ich mich immer so ein bisschen durch. Aber das ist halt echt gut und weiß ich nicht, hat auf jeden Fall meine Looks immer wieder in Form gebracht und auch zum Halten gebracht, über den Tag verteilt, und deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut empfehlen. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum wichtigsten Teil dieses Videos oder einer jeden Haarroutine, nämlich die Haarpflege. Und da wollte ich definitiv besser werden in nächster Zeit. Ich war mal besser und habe mehr gepflegt, und das sieht man dem Haar natürlich auch an. In letzter Zeit habe ich so ein bisschen geschludert und dann habe ich halt den Salat. Und Haare werden einfach, die rächen sich an euch, wenn ihr sie nicht pflegt. So einfach ist das. Und von den vielen Produkten, die ich getestet habe in Sachen Haarpflege, haben 3 bisher immer gesiegt. Und es sind auch Produkte, die ich auf jeden Fall behalten werde. Das erste habt ihr wahrscheinlich auch schon tausendfach gesehen. Es ist ein sehr gehyptes Produkt und hat wirklich den Ruf als eine der besten Haarmasken. Und zwar ist das die Macadamia Natural Oil Maske. Die sieht so aus. Ist nicht so ganz günstig. Lag, glaube ich, bei Amazon bei ca. 23 Euro. Aber ich habe sie auch schon ewig und 3 Tage. Und wenn ich gut bin und vielleicht so einen Spa-Tag habe am Wochenende, dann packe ich sie mir ins Handtuch, trocknet Haar, mache irgendwie keine Ahnung was in der Zeit und lasse sie so locker mal 1,5 Stunden einwirken, bevor ich sie wieder auswasche. Das merkt ihr natürlich dann dementsprechend. Also das Haar ist echt mega gepflegt und wieder so ein bisschen aufgefüllt hinterher. Und ebenfalls ist es genau die Maske, die ich mir auch ab und an anstatt einer Spülung ins Haar mache, während meiner Dusche. Das heißt, ich shampooniere mein Haar, mache das Shampoo so ein bisschen früher raus als gewohnt und nehme dann diese Macadamia-Ölmaske, presse mein Haar, was ja wirklich recht nass ist, unter Dusche halt recht gut aus, und packe mir danach diese Maske rein und lasse sie dann während meines Duschvorgangs, keine Ahnung, 5 Minuten einwirken. Und auch das hilft schon halt sehr, denn man merkt auch die 5 Minuten, während man diese Maske drin hat, dass es schon recht viel ausmacht im Haar. Und die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und meine Top-Haarmaske. Dann habe ich ein Produkt, was ich auch definitiv öfter anwenden sollte und könnte. Und zwar könnte man das genau vor jeder Haarwäsche machen. In meinem Fall wasche ich meine Haare immer morgens, jeden zweiten Tag. Das heißt, dieses Produkt könnte ich einfach über Nacht jeden zweiten Tag anwenden, wenn ich fleißig wäre. Und zwar ist die Rede von einem Kokosöl. Das ist ein natives Kokosöl, das heißt kalt gepresst. Das sollte es auch sein, wenn ihr es euch in euer Haar schmiert. Es ist ebenfalls ein Produkt übrigens, mit dem ihr kochen könnt. Deswegen gehe ich in dieses Produkt auch nicht mit den Händen, sondern ich halte dieses Produkt in meiner Küche, hole mir wirklich nur mit einem kleinen Esslöffel die Menge raus, die ich brauche. Und das ist in der Regel eigentlich nur so eine haselnussgroße Menge. Oh mein Gott. Sobald ich den Deckel abmache, könnte ich wieder abgehen. Die riecht so lecker. Die riecht einfach nur nach Kokosmakronen. Und wenn ihr ein Kokosjunkie seid wie ich, dann ja, könnt ihr eure Zunge eher da reinpacken als eure Finger. Wie gesagt, ich gehe mit dem Löffel rein, hole die Menge raus, die ich brauche, packe sie mir dann auf die Hand. Die schmilzt super schnell in der Hand, ist ein super angenehmes Gefühl. Und das, was ich dann in der Hand habe, schmiere ich mir dann quasi in die Haarspitzen, lasse es in der Regel mal so 5 Minuten so ein bisschen einziehen, dann merkt ihr schon, dass es nicht so ganz ölig ist in den Spitzen. Nehme mir so eine kleine Haarklammer und mache mir dann so einen Mini-Dutt, den ich mir dann hier oben drauf mache, damit halt nicht so viel im Kopfkissen landet. Und selbst wenn ein bisschen was im Kopfkissen landet, ihr könnt das Öl ja auch überall haben. Und es stört auch keinen, wenn ein bisschen was im Gesicht landet, über die Bettwäsche. Und ich kann gar nicht sagen, was das Haaröl macht. Es gibt auf jeden Fall dem Haar wieder Substanz, es kräftigt, es pflegt, es gibt wieder Feuchtigkeit ab. Und ihr könnt es wirklich häufig benutzen. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Es wurde auch sehr gehypt, Kokosöl sich in die Haare zu schmieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat es da auch gepackt.
und will es auch nicht mehr missen. Es ist recht günstig im Gegensatz zu anderen Haarmasken. Wenn ihr mal überlegt, die Macadamia liegt bei 23 Euro. Mein Haaröl war, glaube ich, 5 oder nicht Haaröl, sondern Kokosöl. Lag jetzt bei 5 Euro. Es ist ein Riesenunterschied. Und ihr könntet dann eigentlich auch auf das hier verzichten, weil wenn ihr das hier regelmäßig anwendet, merkt ihr es auf jeden Fall auch in eurem Haar. Last but not least habe ich ein Produkt noch, das sich nicht nur mit der Pflege eures Haares von außen beschäftigt, sondern gleich dorthin geht, wo das Haar möglichst schnell und möglichst gesund herauskommen soll, nämlich eure Haarwurzel. Und dieses Produkt habe ich abgeschaut bei einer amerikanischen YouTuberin, die nennt sich Check in the Mirror, ist eine mega coole Frau und hat immer tolle Produkte, die sie empfiehlt. Ihre Haare sprechen das gleiche auch aus, ihre Haare sind mega gesund und glänzend und wachsen unheimlich schnell nach. Und sie hat auf ein Produkt hingewiesen, das sie sehr regelmäßig benutzt, das ist das Organics Herbal Tea Tree Grow. Mega schwer auszusprechen, es sieht aber so aus. Liegt preislich bei ca. 7-8 Euro, also echt bezahlbar, ist aus den Staaten da nicht zugeschickt worden. Und es ist nichts anderes als ein Hair Conditioner, so ein Leave-in Conditioner, den man am besten über Nacht drin lässt, den ihr in eure Kopfhaut massiert. Vielleicht sogar ein bisschen aufgewärmt, weil wenn ihr Öle oder generell Produkte warm benutzt, haben sie immer gleich mehr Wirkung. Und das sollte man eigentlich recht regelmäßig machen, anstatt des Haaröls oder mit dem Haaröl immer mal wieder abwechseln, verwenden. Und es hilft wirklich, dass das Haar schneller herauskommt und gesünder aus der Haarwurzel kommt. Und ich habe, wie gesagt, so ein bisschen geschludert mit diesem Produkt. Ich habe es jetzt mal 2-3 Monate wieder nicht mehr angewendet. Als ich aber regelmäßig dran war, muss ich echt sagen, merkt man nach und nach einen Unterschied. Aber es ist wirklich ein längerer Prozess, um zu merken, dass das Haar ein bisschen gesünder herauskommt und schneller nachwächst. In letzter Zeit hat sich nur mein Freund an tollen Kopfmassagen erfreut, denn ich habe das Produkt in letzter Zeit eher an ihm angewendet als an mir. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir für das Organics-Produkt, wenn ihr wirklich eurem Haar schon ab der Haarwurzel heraus den gewissen Push geben wollt, um das Haar schneller und gesünder wachsen zu lassen. Und ja, das war meine Haarroutine. Wenn ihr wüsstet, wie viel dieses Video geschnitten werden muss, ich weiß nicht, was los ist, ich bin heute so unkonzentriert, dass ich immer wieder so ins Nichts anfange zu reden und mich immer wieder irgendwo verhaspelt habe und in irgendwelche Sackgassen gelaufen bin, texttechnisch. Aber egal, ich hoffe, ihr konntet was aus dem Video mitnehmen und ich hoffe, dass eure Fragen, die ihr zu dem ganzen Thema hattet, beantwortet worden sind. Wenn nicht, dann gibt's unten so etwas, das nennt sich Kommentarbox, da könnt ihr reinschreiben, dann lese ich das und dann kann ich euch antworten. Ich finde das eine mega coole Sache und ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Dicken Kuss. Tschüss.